Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Alles klar. Ich trage doch schon Wäsche. Egal. So weich. Mit Schmusi weich Ultra gewaschen? Nein. Mit 1000 Tesla Gamma bestrahlt. Alles klar. Atomfrisch. Das ist zu fest eingepackt. Wir haben ja eine Schere. Sieh mal, Harvey, Wäsche. Sind das lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhausnachthemden. Dann lass uns weitersuchen. Was ist eigentlich aus der guten alten Tradition des Teppichausklopfens geworden? Ein weiteres Opfer des Millennium Bugs. Du bist der Millennium Bug. Millennium Bugs Bunny. Hatten wir aber auch schon mal, ne? In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar ohne Hose zum Tatort. Irgendwie uniformartig, aber nicht Polizeiuniform. Hallo, ist da die Wäscherei? Ronnys Waschsalon hier. Was willst du, Puppe? Ich hatte meinen goldenen Frack mit den Diamanteinschlüssen bei Ihnen abgegeben. Das wüsste Gabakeule. Aufgelegt. Ja, wie unhöflich. Was? Das gibt's doch nicht. Die Schere hinterlässt nicht mal einen Kratzer. Ich doch nur Benzin für die Kettensäge hätte. Und eine Kettensäge. Das ist eine Cocktailkarte, nicht der neue Quellekatalog. Die Wäsche ist zu gut verpackt, um sie vernünftig vollzukrümmeln. Eiskalt, einfach raufrotzen. Da liegt er gut. Nein! Oh. Oh, wie ordentlich von dir. Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäschelifts. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehr. Ja, das können wir erstmal zerschneiden. Sehr gut. Und abreißen? Der Wäscheliftbereich ist... Nee, warte mal, was könnten wir denn machen? Nehmen. Das ist an die Wand gelangt. Nutze? Dieses Plakat, es verschwindet. Nee, Moment. Wir konnten es doch irgendwie kaputt machen, oder nicht? Oh. Egal. Die Wäscherei hat das gut verpackt. Ich trage doch schon Wäsche. Egal. Mit A. Das ist zu fest. Was? Das gibt's, die Schere, wenn ich doch nur bin. Okay. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde jemand ständig das Licht brennen lassen. Wer weiß ich auch nicht. Der ist in diesem Kasten eingesperrt. 21.913 Kilowattstunden. 21.914 Kilowattstunden. 21.915 Kilowattstunden. 21.855! 21.916 Kilowattstunden. 12! 1.000.000! 335! 12! 21.300... Verflixt! Verzählt! Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Harvey verbraucht keinen Strom. Und trotzdem Sicher? Läuft und läuft und läuft er. Ich bin wie dieser Hase aus der Batteriewerbung. Nur eben mit Gehirn. Nein, der verbraucht keinen Strom. Warte, ich notiere mir kurz den Zählerstand. Was ist jetzt? Oh, sagte ich, ich notiere mir den Zählerstand? Ich meinte natürlich, mach doch selbst. Oh. In diesem Bild knallen im Tiefparterre-Cave die Sicherungen durch. Nein, die verbraucht keinen Strom. Na, merkwürdig eigentlich. Habe ich das Perpetuum mobile erfunden, ohne es zu merken? Vielleicht. Na. Mann. Na. Na. Ey. Hä? Alles klar. Nein. Das ist uncool. Nein.
Okay, mehr haben wir nicht, glaube ich. Wo sind wir denn hier? Oh! Oh! Ja, dieser Raum hat tatsächlich überhaupt keine Walkthrough-Relevanz. Also natürlich muss man irgendwann im Spiel mal eine Spüle treten, aber weil wir halt diverse Spülen im Spiel haben und hier in diesem Screen gleich drei auf einmal, hätte ich mir diesen Raum auch theoretisch starren können. Ich bin aber trotzdem froh, dass ich ihn reingemacht habe. Erstmal macht er das Ganze halt irgendwie ein bisschen voller, realistischer. Ich wollte ja auch irgendwie, dass man die Anstalt vollständig begehen kann. Also dass man halt auch wirklich einen realistischen Zusammenhang zwischen den Räumen hat. Und dann ist natürlich der unglaubliche Wasserschlauch, den ich halt einfach, glaube ich, nur reingezeichnet habe, weil da noch irgendwas hin musste da an die Seite. Und ich habe die Texte, also die ganzen Objekttexte, ja tatsächlich in einer sehr viel späteren Phase, erst als auf die Sprachaufnahmen zuging, geschrieben. Als das Spiel in seiner ersten Form fertig war, also zum Ende meines Studiums, war es durchspielbar, aber es gab kaum noch Texte. Und es war fast ein Jahr später, schon nach Firmengründung von Dedelic, dass ich die Sprachaufnahmen gemacht habe, also nach der Gründung natürlich. Da haben wir dann das Spiel nochmal in die Hand genommen und haben die Sprachaufnahmen gemacht und da habe ich halt diesen Wahnsinn gemacht, dass ich die ganzen Objekte halt abgefangen habe und alle Interaktionen möglich gemacht habe. Ich wollte es einfach vollständig haben und ja, die Atemreaktionen mit dem Schlauch sind, glaube ich, meine Favoriten bei diesen Texten. Auch noch sehr bemerkenswert ist in diesem Raum, dass man ihn in Harveys neue Augen auch wieder besuchen kann, beziehungsweise man sieht ihn aus einer anderen Perspektive, und zwar sieht man das, was hinten in dieser Duschnische auf der anderen Seite dieser Trennwand mit der Spüle vor sich geht. Da gibt es dann einen neuen Insassen kennenzulernen und die Kamera steht da quasi hinten links an der Wand und filmt in Richtung Tür, wenn man das so nennen kann. Und das, was ich daran halt bemerkenswert fand, war, dass in unserem Fokusgruppentest, da haben wir Adventure-Spieler eingeladen, die halt das Spiel noch mal, schon mal durchtesten konnten. Also habe ich es neue Augen jetzt und nicht Edmund bricht aus, sondern den Nachfolger. Und da hat tatsächlich eine Testerin bemerkt, dass ich dort einen totalen Fehler begangen habe. Und zwar, dass ich die Duschen auf die Seite der Trennwand montiert habe, während ich halt Pissoirs auf die Seite, wo hier in diesem Screen eben die Duschen sind, angebracht habe. Und die hat das als Bug reported in unserem Bug-Reporting-Tool. Es gab noch ein paar andere Einträge in dieser Fehlermeldung. Da habe ich wirklich mit offenem Mund da gesessen und gedacht so, wow. Wow, einfach nur wow. Man ist immer nur so verrückt, wie man sich fühlt. Das stimmt. Aber mit Spiegel haben wir auch schon alles einmal interagieren lassen, ne? Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer eher für die Gegenpartei. Ich wollte nie Feuerwehrmann. Ich war immer... Entschuldigung, aber Sie stehen auf mir. Oh, das tut mir leid. Oh. Ich war... Sieh nur, Harvey. Eine Schlange. Los, hol das Inventar raus. Wir müssen sie fangen, um sie beim Doktor auf den Stuhl zu legen. Okay, ich habe einen Plan. Ich lenke die Schlange ab. Du schleichst dich von hinten an sie ran. Und während ich ihr an der Zunge ziehe, klickst du ihr auf den Hypothalamus. Was ist? Warum schleichst du nicht? Ich überlege noch, wo hinten ist. Okay. In diesem Bild ringt Captain Unbrauchbars Handy in der Schlange vorm Arbeitsamt. Okay, ich habe einen Plan. Wir gehen in die Politik und verfassen ein Gesetz, das alle Schlangen Brombeeren verwandelt. Sobald das Gesetz verabschiedet ist, springen wir hinter dem Parlamentsgebäude hervor. Der Rest ist warten und Brombeeren pflücken. Die nach Wasserschlauch schmeckt, ist unser Kandidat. Ich weiß nicht. Ich hasse Brombeeren. Dann muss ich dich leider ausschalten, Edna. Du gefährdest den Plan. Alles klar. Okay, ich habe einen Plan. Du lenkst die Schlange ab. Ich telefoniere derweil mit dem Anwalt der Schlange. Wir reden über dies und das, und wenn ich aufgelegt habe, bin ich so aufgewühlt, dass ich nicht mehr weiß, wie der Plan angefangen hat. Alles klar. Okay, ich habe einen Plan. Wir bringen der Schlange einen Cocktail.
Aber das Schirmchen tarnen wir als Obst und das Obst als Cocktail. Und wenn sie sich dann am Obst verschluckt, überfahren wir sie mit dem Motorrad. Jetzt brauchen wir nur noch das Motorrad. Es sollte rot sein. Was? Okay, ich habe einen Plan. Wir ignorieren die Schlange und essen die Chips. Hast du Hunger, Harvey? Warum sollte ich sonst auf Schlangenjagd gehen? Ist ein Argument. Okay, ich habe einen Plan. Wir verkleiden den Strohhalm als Schlangentänzerin. Wenn die Schlange dann hypnotisiert mit ihrer Rassel klappert, laufen wir einfach weg. Selbst wenn dein Plan aufgeht, wir hätten nichts gewonnen. Aber auch nichts verloren. Das stimmt, Harvey. Okay, ich habe einen Plan. Wir kneten ein Brot um den Kleiderhaken. Und wenn die Schlange dann Marmelade drauf schmiert, beißen wir rein. Aber dann sind wir in unsere eigene Falle getappt. Der Plan ist nicht perfekt, na und? Von dir habe ich noch gar keine Vorschläge gehört. Okay, ich habe einen Plan. Du wirfst deinen Fußnagel in die Luft. Wenn die Schlange danach schnappt, greife ich sie mir beim Hals und erwürge sie. Beim Hals? Oh, ach so. Vergiss es. Alles klar. Gut, der Raum ist wirklich unnötig, abgesehen von den coolen Schlangendialogen. So, dann haben wir, ja, der links hier hinten Raum, der geht ja nicht, hat der Poki das eine Mal schon gesagt. Schade eigentlich. Okay. Na, dieser Raum hat mir nie so richtig optisch gut gefallen. Ich fand den immer, also die Striche waren mir zu dicht aneinander und die Perspektive fand ich irgendwie verkürzt. So. Also sehr gut, dass ich den Harveys neue Augen auch nochmal nachzeichnen konnte. Ich habe, das ist einer der wenigen Räume, wo ich wirklich das alte Layout genommen habe und das Ganze halt mit einer HD-Auflösung nochmal ganz neu gezeichnet habe. Hat sich gelohnt. Ich glaube, der direkte Vergleich muss ich mal ausprobieren. Die Screens nebeneinander halten. Und dann vielleicht masturbieren. Weiß ich nicht. Irgendwas in der Richtung. Hat er das gerade echt gesagt? Leute, hat er das gerade echt gesagt? Was? Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Hier steht, dass Miss September ihren Mann erdolcht und den Hund gegessen hat. Sexy. Benimm dich, Harf. Hat er das gerade echt gesagt? Du gar nichts nutze. What? Hallo, Baby. Benimm dich, Harf. Wir haben September. Heute ist Weltkleptomanietag. Wir haben Oktober. Guck mal, Harvey, ein Kalender. Ui, ist das nicht die Miss psychisch gestört vom September? Au. Harvey, benimm dich. Nein. Ich möchte nicht, dass Harvey denkt, ich sei eifersüchtig. Bist du doch aber bestimmt. Nein, ich möchte nicht, dass... In diesem Bild verspätet sich Captain Unbrauchbar um den Bruchteil einer Kalenderwoche. Inspektor Konrad ermittelt wegen Erregung privaten Ärgernisses. Okay. Willst du die Nummer von Miss psychisch gestört, Harf? Oh ja, oh ja, oh ja. Siehst du? Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Oh, das war jetzt gemein, Edna. Nein, ich möchte nicht das Harvey. Den Stinkdrink fand ich appetitlicher. Alter, Edna ist gemein. Geht das schon wieder nicht? Nein, ich möchte nicht, dass Harvey denkt, ich sei eifersüchtig. Wozu? Sie hat ja kaum was an. Alter, ich habe gerade 50.000 Nachrichten bei Discord, glaube ich, bekommen. Nein, ich möchte nicht, dass Harvey denkt, ich... Und das alles so hintereinander. Gut, wir haben Mülleimer noch. Dann noch zu Sichtfenstern. Wir können einfach nur durchgucken, ne? Dann will ich einfach nur mal durchgucken. Hallo, Prinzessin. Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Ja, was... Grüß die Frau. Mit dem reden wir gleich, okay. Wir gucken uns erstmal alles an. Jetzt bin ich der Captain.
Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Nein. Mr. Harvok, Energie. Keine Zeit auszuruhen. Doch, doch. Was hältst du davon, Harvok? Ich glaube, es ist ein... Okay, ja, das hatten wir alles schon mal. Leah. What? Der würde mich nur behindern. Nein. Hallo? Ist jemand da drin? Verschwinde! What? Ich habe nur wichtige Sachen. Aber nicht doch. Harvey ist noch gut in Schuss. Aber mit Mülleimer haben wir auch schon mal interagiert, ne? Stimmt, bei dem Raum von dem Wachmann da. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch, mach doch. Ich mein's ernst. Feige, feige. Edna! Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Oh, ich dachte gerade schon. Den will ich nicht. Alarm! Was meinst du, Harvey? Das ich mach. Dann ich mach. Ich bei Edna! Und was jetzt? Es scheint. Was meinst du? Das will ich. Oh. Ich bei Edna und es. Das ist kein Hau den Lukas. Nicht? Schade. In diesem Bild stürzt Captain Unbrauchbar unglücklich auf den roten Knopf. Oh. Comic-Nerd. Lul. Geil. Ob dieser Knopf die Polizei ruft oder nur den Doktor? Vielleicht ist er auch nur Teil der Hintergrundgrafik. Psst. Das könnte sein. Hallo? Ist da der Wachdienst? Ja, Wachdienst hier. Was wünschen Sie? Seit ich die Anlage eingebaut habe, läuft pausenlos der stumme Alarm. Was kann ich tun? Auflegen und die Leitung für andere Kunden freimachen. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Nicht zu danken, ist ja mein Beruf. Ah. Oh. Die kann hier leider nichts ausrichten. Sicher? Das ist nicht der Rufknopf für die Stewardess. Sicher? Mann, was ist denn mit den Chips los? Lieber nicht. Vielleicht hat er so einen Luftbewegungsschalter. Manu! Wir könnten uns einen viel besseren roten Knopf aus Kleiderbügeln basteln. Nur, dass er dann nicht rot wäre. Ja, nee, das nicht. Und im Zweifelsfall nicht besonders knopfförmig. Man kann ja nicht alles haben. Mach doch nicht immer alles schlecht. Gehen, okay? Ruf mich einfach an. Du hast die Nummer. Mach doch nicht immer alles schlecht, Edna. Mensch. Es gibt einige wenige Situationen, wo ein Fußnagel nichts ausrichten kann. Bin wir da eigentlich durch? Nee. Diese Sorte ist mir nur allzu gut bekannt. Wenn es doch nur so einfach wäre. Stimmt. Hallo? Jemand zu Hause? Keine Reaktion. Dachte ich's mir doch. Verschlossen. Sieh mal, Harvey. Noch eine Tür. Ich hasse sie alle. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Das hatten wir aber auch alle schon mal, ne? Aufmachen! Polizei! Nur die Sachen alle noch nicht. Hallo, Vermittlung? Ja, bitte? Eine Tür versperrt meinen Weg. Warten Sie. Wir schicken jemanden vorbei. Moment, ich habe meine Adresse noch gar nicht gesagt. Das ist jetzt doof, Edna. Nimm dies wieder. Warum gibt es keine Bar, die auch nach Hause liefert? Stimmt eigentlich. Ich glaube nicht, dass die Tür Hunger hat. Sicher? Wenn ich den Strohhalm ins Schlüsselloch stecke, kann ich vielleicht auf die andere Seite gucken. Mist, ich kann nur bis zum Knick sehen. Ja, mach ihn gerade. Damit kriege ich höchstens Autotüren auf. Ah. Diese Tür hat keine offenliegenden Schrauben und muss auch sonst nicht gefußnagelt werden. Schade. Jetzt können wir mit dem Typen reden.
Gut, Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.